Jede Kartenpackung enthält mindestens eine Karte, die selten oder besser ist, aber es können auch mehr darin enthalten sein. Ja, einfach auf zu quatschen, gib mir lieber 5 Legendaries in der nächsten Kartenpackung. Jetzt ist aber wieder schwierig mit den Goblins vs. Gnomes Kartenpackung. Wo kriegen die jetzt her? Da habe ich ja logischerweise auch noch nicht alle Karten. Und dann nicht leicht. Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Also Chaos ist klar, aber von der Community her. Vielleicht kenne ich den. Muss aber nichts heißen. Ist ja jetzt nicht unbedingt ein seltener Name. Gerade mit K.A. geschrieben. Gibt es genug, die immer auf den Treter kämpfen. Chaos könnte man auch mit K.A. schreiben. Das merkt keiner. Warum macht das denn nicht jeder? Melde mich zum Dienst. Ich bin bereit. Ey, wie so eine Motte. Voll widerlich. Das ist ja widerlich. Und dann haben wir es schon. In den Kopf. Nächste Runde wird schwierig. Ich würde schon gerne die hier spielen. Na, drei Angriff und Gottes Schild ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da wäre dann das Problem. Sehr schön. Also alle opfern, um daran vorbeizukommen. Und danach der Murloc. Yes! Der ist super awesome! Ich hätte gern 400 davon. Ganzes Deck voll mit Murloc-Rittern und den Heilungen vom Priester. Ja gut, irgendwann wird halt schwierig. Ja, ein Murloc-Deck will ja schon rein. Das macht Murloc-Deck jetzt wieder ziemlich stark für den Paladin. So viele Murlocs gibt's nicht und vor allem keine scheiß Murlocs. Und solange da nicht dieser kleine Kack-Standard-Murloc rauskommt, ist ja eigentlich auch nicht. Der hätte übrigens auch einem normalen Frosch, fällt mir gerade auf. Aber wahrscheinlich, weil es so ein kleiner Murloc ist, wird es wirklich ein normal großer Frosch auch sein. Es tut mir leid. Nö, tut's mir eigentlich gar nicht. Bei 8 Schaden. Und Gottes Schild. Und nächste Runde die Aussicht auf Heilung hat sich damit wohl erledigt. Doch nicht. Das war dumm. Dafür bin ich. Muss dann nochmal 8 Schaden kassieren. Naja, 6. Brutto 8, netto 6. Er heilt sich ja dann um 2 wahrscheinlich. Stille. Ah, fuck. Ausgerechnet ich bekomme in den entsprechenden Momenten so eine Karte nicht. Ah, fuck you. Was wollte er jetzt nochmal schnell machen, um schnell jetzt noch eine zu ziehen? Ja, ist auch schlauer. Melde mich zum Dienst. Dein glorreicher Moment wird noch kommen. Lasst mich kennen wir schon. Und blub. Das wollte ich haben. Mein Reiz hier explodiert fast nie. Das
sorry. Dann reagiert mal entsprechend drauf. Die da sollte weg. Gebe ich ganz offen zu. Von mir aus kannst du dich auch noch ein bisschen an ihm selbst verletzen. Weil vielleicht ist er ja so nett und tradet. Was heißt tradet? Er behält sie ja. Dann kann ich sie weghauen. Hm. Denk nicht so lange nach. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Denk nicht so lange nach. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Denk nicht so lange nach. Nein. Denkst mir schon viel zu lange nach. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Okay. Feier. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Nee. Ich bin bereit zu lernen. Leco mio. Haut aber noch alles raus hier, obwohl seine Runde eigentlich schon vorbei ist. Für die Gerechtigkeit. Melde mich zum Dienst. Mit dem hat er mir jetzt sogar einen Gefallen getan. Das ist doch lieb. Das Geräusch, was gerade war. Das klingt schön. Wird schon nervig? Leck mich, Biatch. Melde mich zum Dienst. Wow. Diesmal hat es nicht geklappt. Man muss mindestens zwei opfern, um den Murloc-Ritter loszuwerden. Ich mag halt Karten, die mehr. Der ist so wie die Priesterkarte, der dunkle Adept oder wie der heißt. Drei Mana, drei. 4 Mana, 3, 4. Der dunkle Adept ist sogar 3 Mana, 3, 4. Na gut, aber der Effekt hier ist auch krasser. Der ist ja repetitiv. Ja. Der Regen wird wieder heftiger. Damit hat man mir keinen Gefallen getan. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Silberne Regentin. Inspiration ruft ein Rekrut der silbernen Herren herbei. What? Und die ist neutral. Das heißt, er kriegt jetzt mal zwei. Not cool, man. Fast. Gut geschehen. Das habe ich so gut wie verloren. Es tut mir leid. Ja, fehlt halt die Weihe in dem Deck. Das ist ein bisschen schade. Ist das ein weiblicher Paladin auf dem Bild? Das ist doch ein Tittenpanzer. Das ist doch kein normaler Brustpanzer. Das ist so ein Dekolleté. Man muss das Gesicht nicht richtig erkennen. Lulu. Anstatt was zu opfern und nochmal zwei neue zu rufen. Behindert. Gut geschehen. Hättest du die mal nicht alle runterge. Debufft.
Es tut mir leid. Hält mich zum Gehen. Das war's. Der Sieg gehört euch. Schade. Das waren die drei Matches. Das heißt, mindestens eine Arena-Runde kann ich noch machen. Das heißt, mindestens eine. Ein paar kann ich bestimmt noch machen. Hab ja noch genug Gold, das restliche investiere ich dann in Kartenpakete. Oh, für die Arena gibt es die Kartenpakete? Das wusste ich nicht. Einmal Cobra Schuss ernsthaft. Gut, dann gehen wir halt kaufen. Ja. Gehen wir 6. So. Muss ich gucken, wie ich das mit der Arena mache, weil ich spiele eigentlich lieber Arena. Die spektakulärsten Nebenattraktionen und die imposantesten Kämpfe aller Zeiten gefasst. Ja, Tieren vordringen. Eine blaue nur. Selten. Lange Finger. Halte zwei zufällige Karten von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Siege des Champions verleiht einem Diener 3 Angriff und Götterschiffe 3 Mana. Das ist auch für 3 Mana. Kennen wir ja schon hier die oben. 1 Mana, 1, 2. Einfacher, knappe Inspiration. Er hat plus 1 Angriff. Sprich, er könnte nach jeder jedem Use der Heldenfähigkeit immer plus 1 kriegen. Hat er irgendwann 10, 2. Fiese Verdammniswache für 7 Mana, 6, 8. Dämon. Typische Karte ohne Effekt. Und Aufzehritter 5 Mana 5 5 Mech. Kampfschrei verleiht einem Freund im Mech plus 1 plus 1. Wieder nur eine blaue. Nordmeerkrake. 9 Mana 9 7 Kampfschrei verursacht 4 Schaden. Streiter von Dalaran 4 Mana 3 5. Inspiration Zauberschaden plus 1. Oh! Ja, okay, heißt das, das ist wahrscheinlich sein Effekt dann, oder? Dass er jedes Mal, wenn ich meine Heldenfähigkeit mache, wird mein Zauberschaden auch um 1 höher stacken. Ja, die Flammenlanze 5 Mana fügt einem Diener 8 Schaden zu. Ist halt wie ein schwächerer, also wie ein stärkerer Feuerball, der aber nicht auf Helden geht. Ja, wieder fiese verdammte Sache. 7 Mana 6 8 Dämon. Selten haben wir den gefallenen Helden. 2 Mana 3 2, eure Heldenfähigkeit verursacht 1 Schaden mehr. Ich werde auf jeden Fall Arena so lange weitermachen, bis ich mir die nächste hier legendäre herstellen kann. Weil ich habe 1400 Staub oder so von 1600. Vielleicht reicht es ja gleich schon. Wieder nur eine blaue. 2 Mana, 3, 4 Totem. Totem Golem, Überladung 1. Ist ziemlich stark. Lanzenträger ist quasi der einfache, knappe. War das der einfache, knappe? Ich weiß gar nicht. Von der Allianz halt. 2 Mana 1, 2 Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener plus 2 Angriff. Dauerhaft dafür aber. Ist quasi 1 Mana teurer als der. Wie heißt der? Der gewalttätige Unteroffizier oder wie der heißt. Bleibt aber halt dauerhaft. Ach ja, einfacher knapp, genau. 1 Mana 1, 2 Inspiration plus 1 Angriff. Ist quasi Allianz-Horde. In WoW halt. Elekt des Königs, 2 Mana, 3, 2 Wildtier. Kampfschrei deckt einen Diener aus dem Deck auf. Er hält euren Diener auf die Hand, wenn er mehr kostet. Perfekt für Jäger. Für schnelle Jäger, wie heißen die nochmal? Facehunter. 3 Mana, 4, 3 Saboteur. Kampfschrei, die Heldenfähigkeit eures Gegners kostet im nächsten Zug 5 mehr. Ist quasi Lore-Tap für die Heldenfähigkeit. Damit kann man quasi einen eigenen Karten hier von. Wieder nur eine blaue. Wieder der Totem-Golem. 2 Mana, 3, 4 Totem. Überladung 1. Sieg des Champions wieder. 3 Mana verleiht einem Diener plus 3 Mana. Gottesschild. Zaunwächter. 2 Mana, 4, 3 Dämon. Jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet, wird euer Helden ebenso viel Schaden zugefügt. Gut, kann man auch vorteilhaft nutzen. Nochmal der Totem-Golem. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Staub. 2 Mana, 3, 4 Totem. Überladung 1. Blau haben wir. Ritter der Wildnis. Druidenkarte. 7 Mana 6, 6. Verringert die Kosten dieser Karte jedes Mal um 1, wenn ihr ein Wildtier habt. Oh, kann man machen. Vielleicht im Koop ganz gut, wenn man mit einem Jäger zusammenspielt. Das funktioniert, falls das bald kommt. Wieder nur eine blaue. Sehr deprimierend.
Stärken, 2 Mana. Verleiht euren Diener mit Spott plus 2, plus 2, nur mit Spott. Fiese Verdammniswache, 7 Mana, 6, 8 Dämon. Haben wir auch schon zweimal, kriegen wir noch mehr Staub. Machtwort Ruhm, 1 Mana für einen Priester. Wird ein Diener stellt beim Helden jedes Mal 4 Leben wieder her, wenn dieser Diener. Das ist ganz schön krass. Turnierzuschauer, 1 Mana, 2, 1 Spott. Ist besser als der Fußsoldat von Nordhain, aber ist halt eigentlich nur ein 2-1, aber der wird eh schnell weggekillt. Der Spott ist nice to have, aber nicht unbedingt nützlich. Sparringspartner, 2 Mana, 3, 2 für einen Krieger. Spott, Kampfschrei, verleiht einem Diener Spott. Also holt sich noch einen anderen Spotter. Wieder eine blaue. Moment. 2 Mana, 2, 3, Flammenjongleur, Kampfschrei fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. So ein bisschen magiermäßig. Wissen der Ahn, 2 Mana, ziehe 2 Karten, Überladung 2. Schützin des Hochlands, 1 Mana, Jägerkarte, 2, 1, Inspiration fügt dem Feind in Hand 2 Schaden zu, wenn eure Hand leer ist. Das ist natürlich krass, weil wenn die Hand leer ist beim Facehunter, was oft der Fall ist, man macht seine Heldenfähigkeit, kriegt der Gegner gleich mal 4 Schaden. Wenn man das noch verstärkt, kriegt er sogar noch viel mehr. Sieht übrigens aus wie Merida von Disney. Streiter von Orgrimmar, 3 Mana, 3, 3. Inspiration verleiht eure Waffe plus 3. Oh, coole Karte. Selten. Thiostmeister haben wir ja gerade im Spiel schon gehabt. 6 Mana, 5, 6. Kampfschrei deckt einen Diener aus dem Deck auf. Erhält Spott und Götterschild, wenn er einen Diener mehr kostet. Werden halt wieder teure Decks mehr gefördert. Gucken wir mal. Ihr seht, ich habe ganz viel Staub. Da kriege ich nur 50 mehr. Fehlen halt noch 115. Und ich werde mir wahrscheinlich als erstes folgende Karte bauen. Nee. Lass erst mal gucken, wie viel die kostet. Ich weiß nämlich nicht, wie viel die kostet. Nee. Achso, das sollte ich vielleicht mal wieder wegmachen. Nee. Da. Justiziarin Treuherz. 6 Mana, 6, 3. Kampfschrei ersetzt eure ursprüngliche Heldenfähigkeit durch eine bessere. Sprich, die Rennstreifen auf einen riesigen Spoiler für eure Heldenfähigkeit. Oh ja. Sprich, der Schurke kriegt quasi einen stärkeren Dolch für 2 Mana. Der Magier kann für sich seine normale Heldenfähigkeit macht er 2 Schaden, sprich, er kann sich aussuchen, wenn er sie 2 Schaden macht. Der Jäger macht dafür 3 Schaden, aber immer noch nur am Helden. Der Priester heilt um 3, oder um 4 sogar. Der Krieger kriegt 4 Rüstung, glaube ich, oder 3, weiß ich auch nicht. Der Druide macht 2 Schaden und kriegt 2 Rüstung. Wer fehlt noch? Ich muss jetzt nachgucken. Der Hexenmeister zieht einfach nur eine Karte und kriegt keinen Schaden mehr. Der Schamane kann sich das Totem aussuchen. Heilt. Ich glaube, er kriegt einfach 2 Soldaten. Das war's. Ich muss mal kurz gucken. Priester und Hexenmeister. Ich muss auf jeden Fall Hexenmeister. Schwer habe ich wieder 100, kann ich noch ein Dings holen. Aber das ist unwichtig, weil entweder müsste ich jetzt Arena spielen, damit ihr noch mehr Karten seht. Weil ich muss mir mehr Karten freischalten. Ist halt blöd gelaufen, gebe ich zu. Aber es bringt halt nichts. Das ist ein Karten-Addon. Ich muss Karten freischalten, damit ihr die seht. Und da ich mir keine Karten kaufe, werdet ihr das wahrscheinlich erst zum nächsten Addon sehen, beziehungsweise in den Karten Chaos Matches jeden Mittwoch. Muss ich aber auch erstmal gucken, ob da neue kommen und wie oft da neue kommen. Wenn jetzt nur im Monat nur noch ein neues kommt, vielleicht mache ich es trotzdem. Ich weiß es noch nicht. Hearthstone wird auf jeden Fall weitergehen. Ich denke mal, ich werde es auch machen. Weil ich es ja eh spielen kann, ich es auch aufnehmen, die halbe Stunde, Stunde. Das dauert jetzt nicht lange. Das hat jetzt auch nicht lange gedauert. Ich bin auf jeden Fall geil auf die neuen Karten. Werde mir auch direkt eine der neuen Karten machen. Was ich nur ein bisschen doof finde, ich kriege die Karten jetzt nicht mehr einfach so. Ich müsste mir immer Packungen kaufen. Ich mache es aber lieber über die Arena. Sprich, ich müsste jetzt so lange Arena machen, bis ich quasi alle halbwegs vernünftigen Karten von Goblins... Eigentlich habe ich alle halbwegs vernünftigen Karten von Goblins genommen. Ich müsste mir jetzt immer Packungen kaufen und so lange keine Arena mehr machen. Was ich ziemlich doof finde, tatsächlich. In der Arena müsste man sich sein... müsste man quasi... ja, sich aussuchen können, was für einen Booster man kriegt. Also hier, wähle ein... du hast einen Booster gewonnen, wähle eins. Und dann halt das, was man gerade braucht. Ist halt noch ein bisschen doof, aber Blizzard will natürlich Geld machen. Ist ja nicht schlimm, ich brauche ja die Karten trotzdem. Also meine Sammlung ist noch ziemlich lückenhaft. Aber das soll euch nicht interessieren. Ich werde jetzt hier gleich nochmal ein bisschen rumgrasen in der Sammlung. Wir sehen uns auf jeden Fall
dann für euch nächste Woche nochmal dann zum Kartenchaos wieder hier. Bei der Folge wird wahrscheinlich das Kartenchaos vom Mittwoch jetzt für mich kommenden Mittwoch schon gelaufen sein. Für euch ist es dann halt der Mittwoch anderthalb Wochen nach Veröffentlichung dieses Addons. Ja. Damit geht es dann die nächsten Wochen wahrscheinlich erstmal nur mit dem Kartenchaos weiter. Und ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit eh eine Legendary ziehen, weil ich, wie gesagt, unverschämt viel Glück habe. Kann ich mir hier ein neues Deck bauen? Ich dachte schon. Ja, das war's mit Hearthstone Heroes of Warcraft vorerst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.